Was ist hier mit diesem, mit dieser Apparatur? Kann ich die irgendwie angreifen? Nö. Hm. Wo komme ich denn hier hoch? Ach, hier. Ja gut, das nutzen wir gleich mal. Bevor wir da hochgehen, schaue ich mal, ob wir hier noch was finden. Natürlich. Den Bericht des Fabrikverwalters. Sehr geehrter Mr. Winimi, auf Ihre Anweisung hin habe ich eine Qualitätsprüfung des von den Alchemisten gelieferten Ergo durchgeführt. Natürlich geschah dies im Geheimen. Die Qualität des Ergo wurde mit der Zeit immer schlechter. Ich stelle zwar nicht den Ruf der Alchemisten in Frage, aber die Einbußen bei der Qualität sind zu groß, um sie als Zufall zu bezeichnen. Wenn das so weitergeht, werden die Puppen in diesem Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit Defekte aufweisen. Schließlich ist die Qualität des Ergo von größter Wichtigkeit. Laut einer glaubwürdigen Quelle führen die hochrangigen Alchemisten in letzter Zeit Experimente zur Ergo-Produktion mit einer anderen Methode durch. Ich persönlich glaube, dass ihre geheimen Experimente etwas mit der Minderung der Ergo-Qualität zu tun haben. Bringen Sie die Leichen der entsorgten Puppen im kahlen Sumpf aus oder etwas ähnliches? Wie dem auch sei, ich empfehle vorsichtig auf Sie zuzugehen, statt sich bei Ihnen zu beschweren. Nicola, Managerin von Werk 1. Okay. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendetwas herausfinden. Da hängt eine dicke, fette Kiste von der Decke runter. Will ich wissen, was das ist? Offensichtlich will ich das nicht wissen. Wir kommen wieder. Aber ich brauche... Weil ich habe das Gefühl, das wird ein Bossfight. Das stinkt nach Bossfight. Aber mit einem Fläschchen wird das nichts. Da müssen wir natürlich wiederkommen. Okay. Cool. So, das Zahnrad nehme ich. Und das Fragment auch. Okay, wo komme ich? Ach, hier geht's auch noch weiter. Ja. Ach, das ist jetzt von der anderen Seite. Ja, ist ja nett. Was? Ich komme da nicht durch? Das war's mit ihm. Weswegen habe ich das gemacht? Wegen einem versteckten Mondstein. Das hat sich gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt. Kann ich hier auch drüber? Oh ja, das hätte auch geklappt. Wir hätten direkt hier rüber laufen können. Nein, darüber springen kann ich nicht. So weit springen kann man auch nicht. Ich würde trotzdem... Will ich das überhaupt? Wir gucken uns das an. Wir gucken uns die Kiste an. Scheiß drauf, vielleicht ist auch ein Freund. Und ich mache hier unnötig Stress. Natürlich ist das ein Boss. Was glaube ich denn? Okay, hallo. Da kann man runter. Aber wenn ich da runtersteige, komme ich nie wieder hoch. Denke ich. Der leckt mich doch. Warum mache ich sowas überhaupt? Vor allem, ich habe überhaupt gar nichts mehr. Ich muss mich erstmal aufladen. Ach du Scheiße. Ne, leck mich doch. Nein! Ich Idiot. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, außer...
zu rennen. Also, ich kann doch hier weg, oder? Ich komme hier nicht weg. Ich muss schleifen. Natürlich muss ich schleifen. Oh, wir haben wieder so ein Ding. Zwei Angriffe auf einmal, du Acker, du. Komm schon. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Scheiße. Das hätte ich niemals gedacht. Ich bin doch besser, als ich dachte. Was haben wir bekommen? Legion Kaliber. Legionswaffe Modifikationsteil. Ein Korrekturgerät zur Modifikation der Legionswaffe, das nur in der Werkstatt zu finden ist. Die Legionswaffe kann mit der Venini Handwerksmaschine modifiziert werden. Das Korrekturgerät der Werkstatt, das entwickelt wurde, um die Härte und Dichte von Legionswaffen zu erhöhen. Sensible Geräte wie dieses erfordern eine konsequente Wartung. Sehr nice. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir hier rauskommen. Hätte ich auch so rausgekonnt. Ich kann ja da nicht hoch. Hä? Ich hab safe irgendwas übersehen, oder? Da ist eine fucking... Ist einfach eine Leiter. Eine Treppe. Oh. Es leuchtet rot. Das heißt, hier irgendwo gibt es ein Schmetterling. Der nach einer Zeit verschwindet. Und das wollen wir doch nicht. Entschlossenheitskurbel. Eine Kurbel, die in der Werkstatt erfunden wurde. Was? Eine Werkstatt erfunden wurde, um die Feineinstellung der Waffengriffe zu ermöglichen. Wird eine Fähigkeit gestärkt, wird die andere geschwächt. Warum muss das sein? Warum kann ich nicht nur stärken? Wieso, liebes Spiel? Warum? Thermit. Perfekt. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Bitte kein Angriff von der Seite. Danke. Ja, da muss ich hin. Da muss ich hin. Ich muss mich aufladen. Es gibt gar keinen Weg dran vorbei. Wichtig. Yes. Stargazer activated. So, wir haben 5600 ergo. Aber das belassen wir mal dabei. Elektroblitz-Schleifmittel. Sind das Puppen oder sind das... Es sind Puppen. Okay. Das wäre schon sehr makaber. Wir könnten da hinten durch dieses Loch. Wir könnten aber hier hoch. Was ist das hier? Nix. Wir gehen erstmal die Leiter hier hoch. Ich weiß nicht warum. Aber es muss. Es muss sein.
Aha. Thank you. Den nehme ich sehr gerne mit. Damit verbessern wir unsere Waffen nämlich. Ja, hier können wir natürlich nicht durch. Was ist das? Ich hoffe, das ist eine Abkürzung. Natürlich von der falschen Seite. Verdammt. Und wo sind wir hier? Ja. Hier müssen wir natürlich auch noch hin. Will ich gegen dieses Vieh kämpfen? Absolut nicht. Werde ich gegen ihn kämpfen? Ja. Verderbnis? Hau mal ab, was für Verderbnis. Wie unfair ist das denn? Wo komme ich hier nochmal hin? Boah, das ist etwas, das ich hasse in solchen Games. Verderbnis. Die sind gut geflogen. Da komme ich aber nicht lang, oder? Nein. Verderbnis. Meine Fresse, ist das ätzend. Ist da unten überall Verderbnis? Oder gibt es auch Stellen, wo es das nicht gibt? Sollte ich mir mal angucken. Weil im Stehen werde ich gegen den nicht gewinnen. Okay, wir kriegen die Verderbnis, aber die Truhe kriegen wir dafür auch. Klinge einer Boosterglefe. Okay. Ja, ich kann ja nicht von hier kämpfen. Das ist doch mein Tod. Scheiße. Komm mal näher. Okay, weißt du was? Wir hauen ab. Scheiß drauf. Ich würde den gerne besiegen, aber nicht so. Nicht mit diesen Bedingungen hier. Oh. Nehme ich noch mit. Aber dann hau ich ab. Leider. Puppe der Zukunft. Vor allem, das ist auch noch ein Boss. Wie soll ich den denn bekämpfen? Ich habe keine Ahnung. Wir kommen wieder. Wenn wir irgendwie einen Anzug haben oder so, der diese Verderbnis aufhält. Kann er sein. Okay, wir gehen hier mal weiter. Unsere Hauptaufgabe ist natürlich, den Leiter dieser Einrichtung hier zu finden. Und ich hoffe, dass wir fündig werden. Moment, wenn ich jetzt hier auf Teleporter gehe, es gibt nichts Neues, ne? Nein. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Da hinten liegt was oder jemand. Hier kommt doch jemand um die Ecke, ne? Ach, der lebt noch.
Ja, ich... Ihr macht das. Da ist auf jeden Fall etwas, das ich haben möchte. Was ist, wenn ich hier runterplumpse? Das ist mein Tod, oder? Du bist immer noch nicht tot. In die Richtung würde ich auch gerne, um zu sehen, was wir da so finden. Ein scharfes Rohr. Vielleicht hier noch irgendwas? Ja, guck mal. Hey, Freunde. Tschüss. Okay, da hinten. Ey, wie überlebt der das denn bitte? Das fällt. Okay. Da muss ich den wohl besiegen. Und zwar so. Gar kein Problem. Und die Kiste hier, die hat bestimmt was Geiles, oder? Feueraxt! Feueraxt! Was? Alter! Wow, die ist hart. Die ist gut. Die ist super stark. Pulszellenladung, Farbeladung, okay, geht alles nach unten, aber ganz ehrlich. Geduldiger Hieb. Aushalten. Aber hier macht es eher Sinn, mit dem Ding rumzulaufen, weil wir wissen ja, dass. Und wir haben am Anfang gelesen, dass Schockschaden hier weiterhelfen könnte. Dann machen wir das halt auch. Was hast du für uns? Danke. Och, der. Das nervt mich ja schon, ne? Ooh, admirers seem to follow me everywhere. Wer zum Henker bist du? Und wer ist das? Sieht aus wie ein Khajiit von Skyrim. So, hi. Pleased to see you, my stalker friend. Aha, roter Fuchs. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. Ach, you caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Das bezweifle ich. That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Danke. Das sieht aus wie so ein Witz, den man erzählen würde. Ein Fuchs, eine Katze und ein Esel treffen sich in einer Bar. Kann man mit dir auch reden? Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? Oh ja. It's the most popular non-fiction work in Krat these days. Maduro wrote the actual guide. Vanini published and financed it. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course made that volume more popular than ever. Mm-hmm. If you can get all three volumes collectors want, bet you can get four. No,
5,000 for it at the shop. Nice. You're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. I'll let this one go for 500. That's a good investment. Don't sleep through it. You'll wish you had this, and the price is a steal. Let me know if you have any interest. Was? Veninis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat 3. Ich traue ihm nicht. Ich glaube, der verkauft uns das viel zu teuer, aber ganz ehrlich, ich will das haben, ich will es lesen. Die Attraktion dieses Monats, Rosenanwesen. Warnung, dieses Buch ist verboten worden. Wenn Sie es finden, melden Sie es bitte der Stadt, die absolut zerstört ist. Wir kaufen das Ding. Okay. Das war's? Ja, das war's. Okay, haben wir gekauft. Wir lesen es natürlich direkt. Ja, Rosenanwesen. Daran ist ein Warnband angebracht, welches das Heringssymbol von Krat trägt. Warnung, dieses Buch ist verboten worden. Wenn Sie es finden, melden Sie sich bitte der Stadt. Das Lesen von verbotenen Büchern wird bestraft. Sind Sie sicher, dass Sie es lesen wollen? Ja. Hier ist eine ungleichmäßige Handschrift. Sie wurden gewarnt, aber Sie lesen ein verbotenes Buch. Sie sind ein schlechter Mensch. Nun, Sie lesen es, also erhalten Sie das hier. Die Rosen blühen auf dem Rosenanwesen. Den Rest kenne ich nicht. Das Ende. Reporter Katze. Dieser Reiseführer wurde mit Unterstützung des Red Lobster innerstellt. Und dafür habe ich 500 bezahlt. 500! So, have you had time to read it? It's the first volume I wrote, so go easy. By the way, I need to mention something before it slips my mind. It's a shame that the original author went missing, but I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell my newest book for 500. No refunds, of course. That's a given. But look on the bright side. That volume of the series is not easy to acquire. Warum mache ich das? Take care, you don't get torched. Oh, ich dachte, ich kann das kaufen. Zum Glück nicht. So, Fuchs. Best of luck to you, my friend. Das war's. Tschüss. Sternfragment. Gut, wir haben ein absolutes Schundbuch von ihm gekauft. Ist halt jetzt so. Was soll ich machen? Und die schauen sich hier diesen riesigen Roboter an, der durch diese ekelhafte Fäulnis wandert. Das ist scheiße. Ich dachte, er stirbt gerade. Da holt er nochmal aus zum Schlag. Ich weiß es ja nicht. Bitte sag mir, das ist eine... Es ist die falsche... I hate everything. Hi. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Kommt mal alle her. Einfach Iron Man. Erinnert mich sehr an Iron Man. Buntes Ergo-Fragment. Nehmen wir natürlich alles mit. Moment, bevor ich hier weitergehe, was war da hinten nochmal? Kann man hier durch? Der schlägt uns sogar, wenn er am Boden liegt. Glaub's ja nicht. Okay, hier könnte ich jetzt runterspringen, theoretisch. Ist jetzt die Frage, möchte ich das? Und was bist du? Der sah so wichtig aus, weil er hier am Ende des Rohres lag, aber offensichtlich ist er absolut unwichtig. Hätte er sein können.
So, ah, hier geht's auch runter. Ja, komm, wenn wir schon da sind, gehen wir hier auch lang. Sägeblatt, alles gut. Nehmen wir alles mit. Weiß ich nicht, ob ich das alles jemals gebrauchen werde. Wir kommen eigentlich ganz gut durch. Sag ich jetzt. Das sage ich in ungefähr 10 Minuten nicht mehr. 10 Minuten? Ich meinte 10 Sekunden. Oh, Überhitzung. Und ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wo sind wir überhaupt lang gegangen? Ich habe so viel, 7600 verloren. Ist das hier richtig? Nee, ist hier nicht, ne? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist das diese Fäulnis hier wieder? Es ist Verderbnis. Hau mal ab. Kein Interesse. Okay, wir holen uns unsere 7000 zurück. Ja, die brauche ich natürlich. Hallo? Die lasse ich doch nicht hier. Ja. Was ist das denn? Hier eine Abkürzung? Oh, Tatsache. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Dann gehen wir hier mal lang. Denn hier kommen wir zum Fuchs, ne? Irgendwo? Oh ne, wir sind hier. Scheiße. Ist doch der falsche Weg. Oh Mist. Ich habe mich schon gefreut. Naja, gut, da müssen wir doch weiter. Wir müssen hier weiter auf die rechte Seite. Oh. Danke. Dass er uns einfach umgehauen hat, weißt du? Moment, war ich hier oben eigentlich schon? Dein Ernst? Okay, cool. Hier geht's auch lang. Dieses Spiel macht mich fertig. Es macht mich fertig. Ich will doch einfach nur meine 7000 zurück. Und ich finde hier immer wieder neue Wege. Oh. Hast du diesen Exzentriker gesehen? Auch diesen Monat gibt es wieder brandaktuelle Nachrichten. Der Exzentriker dieses Monats ist Mr. J. Ein Herr, der für Aufsehen sorgte, weil er eine Puppe heiratete. Was? Liegt es daran, dass die Puppe in Sonderanfertigung so schön ist? Oder dass die Eigenarten von Mr. J, von denen selbst er nicht wusste, plötzlich zum Vorschein kamen. Mr. J verliebte sich auf den ersten Blick in die Dienstmädchenpuppe. Ah, damals. Und sie heiraten trotz des Protests seiner Familie. Doch die heimliche Hochzeit der Liebenden stand vor dem Aus. Die wütende Familie stürmte herein. Der Ehemann war verwirrt. Die Puppenbraut war stark beschädigt. Sie hatte offensichtlich eine Seele. Wir haben uns geliebt. Gentleman J, der zum Problem seiner Familie wurde und immer noch die gleichen Behauptungen aufstellt. Er will sogar seine Braut heiraten und die Hochzeit wiederholen. Diese Tragödie ist nur dank Kratz fortschrittlicher Puppentechnologie möglich. Lasst uns jetzt alle auf unsere Familien hören. Die Fortsetzung von Hast du diesen Exzentriker gesehen? Folgt nächsten Monat. Okay. Gut.
Von mir aus. Schön, dass wir das gefunden haben. Nett. Hier kann man so schnell Sachen übersehen. Sag mal, was liegt denn hier? Ich übersehe 1 Million Sachen. Traurig. Die Beichte eines Arztes. Mein Name ist Clark Shore. Oh, von dem haben wir gehört. Man nennt mich Dr. Allesheiler. Ich beabsichtige, meine Sünden zu beichten. Ich sag doch, der ist ein Quacksalber. Ich habe unzählige Medikamente unter dem Vorwand verkauft. Es sei ein Allheilmittel. Zu Beginn war sogar in mir hinsichtlich meines Experiments sicher. Anfangs hat das Heilmittel die Versteinerungskrankheit wirklich neutralisiert. Warum sollten die Aufzeichnungen der großen Alchemisten auch falsch sein? Ich weiß, ich habe es gestohlen, aber ich habe den Fertigungsprozess genauestens befolgt. Mein Heilmittel war perfekt. Aber was lief schief? Ich wage gar nicht zu berichten, was aus denen wurde, die eine Behandlung bekam. Das war im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle. Und als ich erkannte, dass ich der Pförtner war, der die Türen öffnete, rannte ich davon. Wie kann ich diese Sünde wieder gut machen? Ich wollte nur Patienten behandeln und etwas Geld dazu verdienen. Ich sterbe. Und das ist meine Buße. Ich habe auch die Versteinerungskrankheit. Aber ich nehme das Heilmittel nicht. Ich würde lieber zu Stein werden und erfrieren. Gott, bitte vergib mir meine schrecklichen Sünden. Alter. Ja. Quacksalber ist, glaube ich, da noch sehr freundlich, oder? Ich guck mal ganz kurz, was hier unten ist. Ich hoffe, es ist eine Sackgasse. Ich muss atone for my sins. Oh. I must kill more puppets. Ist das der? More. Ist das unser Freund? Der Doktor? Reden. All puppets must die. Every single one. Mhm. I hear the sound of springs inside you. You're a puppet too. You can't fool me. All puppets must die. Kill the puppets. What the fuck? Überlebender. Warum muss ich hier hin? How is it known? It's surviving the hell of its own. Ich verliere meine 7000 wegen diesem Scheiß. Mist. Okay, ganz ruhig. Nein. Alter, ich hab den nicht mal zur Hälfte. I can't tell what's blood and what's oil. Nimm deinen Zaubertrank. Der ist so wild. How many do I need to kill? How many, Leo, to redeem myself? So ein Scheiß. Ich bin selber schuld. Ich bin einfach selber schuld. Absolut. Ich bin selber schuld, dass ich so eine Scheiße machen musste. Das ist dumm. Es war so dumm. Boah, ist das blöd gewesen einfach. Oh, wo ist das Ding hier, da? Ja, stirb. Boah, war das blöd. 7000 Ergo verloren. Einfach so, weil ich zu gierig war.
könnte ich echt ausflippen, ne? Ja, da müssen wir jetzt zurück zu dem. Ich muss. Warum laufe ich schon wieder falsch? Junge, du bist tot. Boah, es ärgert mich gerade so sehr. Das weiß ich, weil ich einfach selber schuld bin. Es war einfach dumm. Ich kann es nicht oft genug sagen, es war dumm. Ja, komm, wir müssen hier hoch. Ich hätte einfach links rumgehen sollen. Einfach links rum. Wo ist der Scheißer? War das hier? Okay, versuchen wir es nochmal. Kriege ich erstmal meinen Stab. Als Maulüberlebender. Erwischt doch! Alter! Boah, ist das eine Nervensäge, ne? Jawoll, endlich! Diesen Part wollte ich erwischen von ihm. Hat nicht wirklich viel gebracht, aber hey. Wie aus dem Nichts. Der guckt mich nicht mal an. Sehr schön, sehr schön. Nicht sterben, bitte nicht sterben. Halt's Maul! Du hast mir 7000 geklaut. Einfach so. Immerhin haben wir irgendwas bekommen dafür. So eine Scheiße. Ein Kostüm haben wir bekommen. Die Jagdbekleidung des Überlebenden. Sie gehörte dem, der sein Eid gebrochen hat. Als die Puppen den Turm zum Einsturz brachten, flohen die Jugendlichen voller Angst. An diesem Tag verlor er seinen Blutsbruder und seinen Namen und wurde zu einem Überlebenden, der in der Hölle umherwandert. Komm, zieh mir mal an. Haben wir auch irgendein Accessoire? Oh, die Maske des Überlebenden. Die Mausmaske, die der Überlebende trägt. Trug. Sie stinkt nach Abwasser und Angst. Wenn sie noch Anfänger sind, tragen die Stalker in der Regel die von ihren Vorgesetzten festgelegten Tiermasken. Vielleicht hat der Junge gerade deswegen Glück. Wir ziehen sie mal an. Wir sind jetzt eine Maus. Vom Esel zur Maus. Ist das jetzt eine Verbesserung? Ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas bekommen? Exzentriker gesehen, Reiseführer, Beicht eines Arztes. Nö, sonst haben wir nichts bekommen, ne? Doch, eine Geste haben wir bekommen. Stalker versprechen. Ja. Ist mir egal. Vielleicht hätten wir auch die Waffe wechseln sollen bei ihm. Vielleicht hätte das mehr Sinn gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Aber ist egal. Ist egal. Die Tür hat sich geöffnet. Ach, das ist die Tür. Okay. Mhm.
Dann haben wir das wenigstens auch geschafft. Und wir haben ein neues Outfit. Ich meine, schau uns an. Wunderschön. Ey, Freunde. Den haben wir richtig in die Wand getreten. Gut. Was ist das hier? Venini. Ist das Venini? Den Hebel ziehen. Was tut der Hebel? Eine Abkürzung schaffen, natürlich. Na, siehst du mal, geht doch. Ja, das ist ja ganz angenehm. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe. That fit. Idiots, you know? Ja, wunderlustig, mein guter Gemini. Ich dachte, jetzt läuft vielleicht diese Verderbnis ab, aber das ist nicht der Fall. So, von hier... Ach, hier kommen wir dahin. Okay, ja gut, das ist gut zu wissen. Ich schaue mich trotzdem noch ein bisschen hier um. Ich meine, vielleicht... Vielleicht gibt es hier noch was. Den Tod vielleicht. Accidenti. I have to stop them. Was? Accidenti? Ich sollte aufpassen. Ich bin tot eigentlich. Aber für den reicht's noch. Für den aber wahrscheinlich eher nicht so. Uiuiui. Okay, ja, das ist ein neues Areal. Einigermaßen. Hier komme ich nochmal. Was? I have to stop them. Von wo kommt die Stimme? Kommt die von da oben? Von da oben? Wie komme ich da hoch? Ist das der Typ, den wir suchen? Oh, und da oben kann man speichern. Ja, da muss ich hin. Accidenti. Yes, I know. Da können wir hoch. Ja, perfekt. Da gehen wir doch direkt mal hoch. Mein Freund. Sternfragment. Wahrscheinlich stellt sich jetzt irgendjemand in meinen Weg, weil ich ein Glückspilz bin. Quite insulting. Hallo. Du bist doch nicht etwa... Doch, ist er, ne? No, easy now. No need to kill me. Surely we can discuss this like reasonable... Keine Unruhe. People? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Si. Did he send you? Si. I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. Butler mit Doppel-T. He's a puppet and a friend. Mm-hmm. Those stalkers were supposed to be working for me, but... well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Mm-hmm. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. Ja, dann retten wir den auch noch. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my... for my butler. Mm. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Ist das so? Furcht. Okay. Ich sehe gerade, wir sollten vielleicht erst einmal den hier machen. Bevor irgendwas schief geht. So, können wir noch mit dir reden? Before all this chaos, Fuoco was the puppet in charge of the furnace. But he changed. He was a stand-up fellow once. Mhm. Now, not so much. Der da unten rumlungert. I'm told he's still building an army of puppets and marching them on the cathedral. How did this nightmare come to be? Please, you must stop him before he does any more harm. Natürlich. Genau das habe ich vor. Noch was? Before all this, okay. I'm told. Nein, offensichtlich nicht. Kann ich ja hier. Okay, wir haben 7000 verloren.
was soll ich dazu sagen? Ich fuck mich schon genug ab, okay? So, wir können nirgendwo hin. Wir könnten zurück nach zum Hotel, um uns ein bisschen aufzuleveln, damit ich nicht noch mehr verliere. Das sollten wir tun, ja. Aber das machen wir nicht mehr heute, das machen wir in der nächsten Aufnahmesession, Freunde. Wir sehen wunderschön aus. Unser Mauskostüm gefällt mir sehr gut. Ja, das haben wir uns sehr verdient mit dem Überlebenden. Oh, was für eine Nervensäge. Egal. Es hat Spaß gemacht trotzdem. Es ist sehr fordernd, das Game. Sehr frustrierend teilweise, aber wenn man es geschafft hat, ist man sehr erleichtert und sehr glücklich. Ja, wer das Spiel oder wer solche Spiele mal gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.